Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist Till von Till und sein Vlog. Und wir haben heute den 28. September. Richtig. Am 28. September haben wir wieder ein prominentes Geburtstagskind. Ja, haben wir. Und? Ja, du wirst ihn kennen. Sag. Mika Häkkinen. Mika Häkkinen ist der... Der Finne der Finnen. Der Finne der Finnen? Ja. Das ist ein Rennfahrer. Ja. Und der ist der Finne der Finnen? Auf jeden Fall. Kennst du sonst irgendwelche berühmte Finnen? Also. Warte mal, lass mich mal drüber nachdenken. Finnen. Nö. Siehst du? Also, nee, Mika Häkkinen. Also, es gibt bestimmt viele Finnen, aber er ist ein berühmter. Nein, er war ja. Also, er zählt ja auch zu seiner Zeit als einer der erfolgreichsten Rennfahrer. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday. Alles gut. Ja. 2003, am 28. September, war in Italien Stromausfall. Fast in ganz Italien Stromausfall. Lass mich raten, 9 Monate später ging die Geburtenrate hoch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das Gute an dem Stromausfall war, man hat nicht so viele Italiener gesehen. Ist egal. Ja. Ja. Am 28. September war aber noch was? Ja, und zwar 1978. Da ist... der Pontifex gestorben. Und zwar Johannes Paul I. Das ist insoweit interessant, weil das ist eine der kürzesten Amtszeiten eines Papstes gewesen überhaupt. Der war, glaube ich, knapp einen Monat, ne? 33 Tage. Ach so, das war diese Sache, genau. Ja. 33 Tage Papst und dann war er hin. Ja, hat man vor, macht man eigentlich beim Papst, bevor er, sagt man, Pontifex wird? Was? Was ist ein Pontifex für ein Wort? Was heißt das denn? Pontifex? Du hast doch eben Pontifex gesagt. Ja, das ist der Papst. Das sage ich dir, bevor er Pontifex wird. Ja. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es so heißt. Aber irgendwie war ich nicht sicher. Auf jeden Fall. Bevor er Pontifex wird, macht man da so einen Gesundheitstest oder irgend sowas? Dass man sagt, naja, der ist ja eigentlich ganz fit. Also wenn ich mir die ganzen Kardinäle angucke, die da immer zur Wahl gehen, nein. Na, weil man muss doch, wenn man so ein Papstamt irgendwie übernimmt, da muss man doch vorher, ist er nicht der amerikanische Präsident, der auch vorher einen Gesundheitstest irgendwie absolvieren muss? Das kann schon sein, aber ich glaube, beim Papst ist es nicht so. Weil, wieso ist es beim Papst nicht so? Das ist ja noch. Ja, weil die von Gott geschützt sind. Ach, scheiße, die sind nicht von Gott geschützt, die sind natürlich ja auch nur Typen. Stellvertreter Gottes auf Erden. Ja, aber der muss ja auch eine gewisse Zeit aushalten, nicht nur 33 Tage. Ja, aber wenn Gott sagt, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss. Gott sagt das. Egal. Naja, am 28. September ist auf jeden Fall angefangen oder aufgehört? Gestorben oder? Da ist er gestorben. Da ist er gestorben, am 28. September, nach 33 Tagen. Jetzt können wir 33 Tage zurückrechnen und dann war es am... Mach das mal. Ist egal. Auf jeden Fall im August. Da hat er angefangen. Richtig. Ja, genau. Mein. Ja. Am 28. September 2000 war es aber auch so gewesen, dass die Dänen in Dänemark... Wir haben heute eine sehr nordische Sendung, ne? Wieso? Italien? Finnen, Dänen. Ja, Finnen, Dänen, Italien. Ja, und das andere ist auch Italien. Und, ja, okay. Nordisch. Jedenfalls per Volksabstimmung dafür plädiert haben, dass die Einführung des Euros nicht stattfindet. Das war 2000. Ach. Ja, die lehnten mehrheitlich die Einführung des Euro ab. Haben die keinen, die Dänen? Na, jedenfalls haben die 2000 es abgelehnt. Aber haben sie mittlerweile? Ich weiß es nicht. Ich will nächstes Jahr nach Dänemark in Urlaub. Gibt's dänische, wäre interessant. Nee, dänische Kronen gibt es ja grundsätzlich. Aber gibt es nicht dänische Euro? Gibt es doch nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte also mich schlau machen, bevor ich in Urlaub fahre. Ja, also vielleicht. Norwegen ist auf jeden Fall raus. Und dann Schweden ist raus. England war schon immer draußen. Beim Euro, ja, stimmt. Dann Dänemark halt auch. Verstehst du? Also ich hatte noch nie, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals einen Euro in der Hand hatte, der dänisch war. Das sind ja immer auf der Rückseite. Sind das ist auch so ein kleines Land, vielleicht haben die keine eigenen. Doch, wir haben alle, sogar Griechenland und der Vatikan hat eigene. Siehst du? Ja. Das ist ja noch wo kleiner. Wir wieder beim Vatikan. Wo sich der Kreis schließt. Mann. Ja, das war Daily, deine tagesloses Angeberwissen. Jetzt haben wir viel gelernt über nordische Länder, aber auch über Italien, ne? So. Genau. Halb, halb. Ja. Das ist der Till, geht mir auf seinen Kanal. Guckt mal, was er so macht. Daily Vlogs. Ja. Und ja. Und morgen könnt ihr wieder einschalten. Ich freue mich drauf. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.